Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch nur ganz kurz zeigen, wie wir schnell und einfach Kurznachrichten, sprich SMS, direkt von unserem PC oder Laptop aus versenden und empfangen können. Das Ganze ohne irgendwelche zusätzliche Software installieren zu müssen auf dem Rechner oder Laptop und auch ohne irgendwelche Dienste in Anspruch zu nehmen von fremden oder Drittanbietern halt. Sondern ganz einfach über unserem Mobilfunkanbieter. Alles, was wir dafür brauchen, ist erstmal ein Android-Smartphone hier und eine App, die wir brauchen hier auf unserem Smartphone. Die müssen wir installieren. Hier Android Messages, die ist von Google selbst hier und kostenlos. Ja. Hier findet ihr auch mehr Infos natürlich. Genau, Textnachrichten von deinem Computer senden. Das geht ziemlich einfach, nachdem wir die App hier installiert haben. Ich habe das jetzt schon gemacht hier, um Zeit zu sparen. Und wenn ich das jetzt hier finde, genau, das ist das hier, Messages, ja. Ich starte das jetzt mal, wenn wir beim ersten Mal starten, dann kommt da noch ein Hinweis, dass der Standardprogramm für SMS, versenden und empfangen geändert wird. Und nun, genau, hier haben wir diese drei Punkte hier, unser Menü hier und hier einfach drauf tippen und hier auf Messages Web. Und schon haben wir hier, genau, das ist die Webadresse hier, also die SMS, die empfangen und versenden wir über unserem Webbrowser. Ich starte das mal und die Adresse, das ist die Adresse hier, ja, messages.web. Ich gebe das jetzt mal ein, messages.android.com. Zack. Nicht jetzt. Okay, und schon sind wir hier auf der richtigen Seite. Hier, ja. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist, upsala, ich hoffe, dieser QR-Code jetzt hier zu scannen. Wir tippen jetzt hier einfach rauf, QR-Code scannen, ja, das kennt man von Dings hier vom WhatsApp auch, genau, und schon fertig. Genau, schon können wir jetzt hier unsere Kontakte werden hier geladen, ja, alle, und hier haben wir die Möglichkeit hier unsere Kontakte auszuwählen und halt eine neue Nachricht hier zu senden und zu empfangen. Das fand ich wirklich ganz cool und praktisch und wollte das euch auch zeigen hier. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen oder dass ihr das interessant fandet. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Genau, das war's auch schon alles für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thank you.